Wer mit dem Studieren beginnt, braucht meist auch eine Unterkunft, in der er wohnen kann. Unmittelbar an allen Campussen der BTU gibt es Studentenwohnheime, so wie hier am Zentralcampus. Wei Xin hat ihr Zimmer von zu Hause aus Taiwan gebucht und innerhalb eines Monats eine Bestätigung erhalten. Das ist sehr beruhigend, wenn man eine große Reise antritt. Oh, it's really practical because it's super close. Das ist hier echt praktisch. Alles liegt dicht beieinander. Ich brauche nur 5 Minuten zum Seminarraum. Ich habe mein eigenes Wohnheimzimmer und teile Küche und Bad mit einer Mitbewohnerin. Wir verstehen uns prima. Manchmal kochen wir zusammen, unterhalten uns über das Leben in Cottbus und natürlich auch über unsere Erfahrungen im Studium. In den Wohnheimen habt ihr immer eine gute Chance, einen Platz zu bekommen. Aber vielleicht wollt ihr etwas anderes. Hier in Hosenaa, wenige Kilometer vom Studienstandort Senftenberg entfernt, wohnen seit einigen Wochen 3 Studierende der Fachrichtung Biotechnologie in einer 4-Zimmer-Wohnung, die sie gemeinsam gesucht haben. Im Vergleich zu den anderen Wohnungen, gerade von der KWG, ist unsere zwar teurer, aber da wir zu dritt hier wohnen, kommen im Endeffekt trotzdem noch günstiger weg, als wenn man zum Beispiel im Studentenwohnheim für 270 Euro, da bezahlen wir einfach weniger. Im Studentenwohnheim, ich war in einer Zweier-Wohncompartment da. Da habe ich ungefähr 230 Euro bezahlt monatlich. Und hier sind es jetzt, wenn man Strom noch mit dazu rechnet und alles, bin ich ungefähr bei 220. Also es hat sich nicht viel geändert für mich. Vom Kosten her. Ja. Und dafür kann man hier auch halt wirklich mehr machen. Memories form and fade away. I should not ask you if you stay. All the dread of death and sorrow. You are gone now, no tomorrow. Please wait for me, please don't go. Also wir beide haben uns tatsächlich im Vorkurs kennengelernt. Sind wir den einen Tag mal zusammen zurück nach Senftenberg gefahren und hatten da mal ein bisschen gequatscht und ab da hatten wir uns eigentlich gut verstanden. Und irgendeinen Tag hatten wir uns dann mal in der Vorlesung weiter nach vorne gesetzt, hinter Amy und Lisa. Und das war dann auch relativ schnell, dass wir uns mit denen ganz gut verstanden haben. Und im Wohnheim hatten wir beide schon die Idee, weil ich habe auch im Wohnheim gewohnt, zusammenzuziehen. Und irgendwann im Februar kam dann die Idee, Mensch, wir können uns doch eine WG suchen. Und jetzt sitzen wir hier. Man muss ja nicht mehr wissen, wenn wir früh zusammen frühstücken oder Mittag wird zusammen gekocht, zu Abend sitzen wir hier zusammen oder zwischendurch, wenn wir unser Quiz machen. Also wir verbringen auch freizeitlich viel zusammen. Es ist nicht so, dass wir nur in unserem Zimmer hocken. Und jeder macht für sich irgendwas, sondern wir machen zusammen auch Uni-Zeug und gehen spazieren draußen. Direkt in Senftenberg haben es sich Lisa und Sydney gemütlich gemacht. Die beiden wohnen in Campusnähe, sie studiert Biotechnologie und er Therapiewissenschaften. Auch in Senftenberg sind Mietwohnungen relativ günstig zu haben. Wir haben einen Studentenpreis bekommen für diese Wohnung. Das heißt, wir bezahlen weniger, als die regulären Mieter zahlen müssen. Und ich finde, das ist halt auch für Studenten deutlich machbar. Wir haben 59 Quadratmeter mit Küche, Bad, was halt so dazugehört. Dann ein Schlafzimmer, ein Arbeitszimmer und ein Wohnzimmer. Und ja, also die Küche ist halt in unserem Fall schmaler. Dafür haben wir ein großes Wohnzimmer, ein großes Arbeitszimmer. Man hat auch den See in der Nähe, wo man sich mit Freunden treffen kann. Man hat am Markt einen Haufen Pubs und Bars, wo man sich auch abends mal treffen kann und einen trinken kann. Restaurants sind auch alle in der Nähe. Es ist eigentlich freizeittechnisch ist hier viel geboten. Zurück in Cottbus. Gleich neben den Wohnheimen stehen einige Altbauten. Hier gibt es Wohngemeinschaften, die mit immer wieder wechselnden Bewohnern schon seit Jahrzehnten existieren. Wir sind zu Gast bei Maelle und Kazuki, sie aus Frankreich und er aus Japan.
Ich mag es hier zu wohnen. Die Küche ist größer als im Wohnheim und ein Ort, um sich mit den Mitbewohnern zu treffen. Hey, you want to tease some finger? Oh ja, sechs. Okay. It's like a bit like a family because you can. Es ist sehr familiär, weil man auch mal Geräusche hört, die man nicht hören will. Aber du bekommst das Leben der anderen mit. Du hörst, ah, da ist jetzt jemand in der Küche, jetzt auf der Toilette. Also man nimmt das Leben der anderen wahr und es ist cool. See you, ciao. Ciao. You live with others and other people have their own custom. Man wohnt mit den anderen zusammen und die anderen haben ihre Gewohnheiten. Ihre Vorstellungen, was für sie normal ist, ist vielleicht gar nicht normal für den anderen. Ich denke, man muss da offen sein, andere Ansichten anzuerkennen. Man muss die anderen Personen respektieren.